Die werden jetzt hart gekocht. Wie hart muss man die Eier kochen? Wie magst du die? Ich mag es, wenn das Eigelb noch ein bisschen flüssig ist. Ich habe noch nie Ostereier gemalt, weil ich habe noch nie Ostern gefeiert. Aber der Andy hat halt gesagt, so ja, wir müssen mal ein bisschen so Ostereier verstecken. Da habe ich gesagt, ey, wir sind keine 12 mehr. Ey. Ey, warum filmst du mich? Hilf mir beim Putzen. Nimm den Lappen. Nein, ich bin der Kameramann. Das sind Andys Eier. Schaut euch mal die Eier an. Ja. Ja, meine Eier. Willkommen zu einer neuen Episode Andys Kochshow. Andys Kochshow. Ah, warte, ich mache hier nochmal Licht an. Vielleicht ist das so ein bisschen mehr Kochshow. So. Heute kochen wir Eier. Wie ihr seht, ich habe 6 frische Eier in den Topf gelegt und habe die Hitze erstmal auf volle Pulle gemacht. Weil wir brauchen kochendes Wasser. Aber wir dürfen das Wasser nicht zu heiß machen. Wenn das zu heiß kocht und sprudelt, dann platzen die. Das wollen wir nicht, weil wir wollen die Schale haben. Die Schale, nämlich, wisst ihr, sind die meisten Vitamine. Ey, daran habe ich gar nicht gedacht. Was, wenn die Schale platt? Ja, dann ist scheiße gelaufen. Ne? Dann können wir nicht benutzen. Wie gesagt, ich bin hier Meisterkoch. Ich. Guten Tag. Oder. Guten Ostern. Aber warum den guten Tag, wenn wir schon hier so einmal aufgenommen haben? Ah, stimmt. Aber wir sitzen ja jetzt und machen das wirklich. Du versuchst es jetzt extra einzubringen. Durch den guten Tag. Ja. Ja. Okay, wir haben jetzt die Eier hart gekocht. 6 Stück. Jeder kriegt 3. Wir haben hier als Setup einmal Copex. Was sind die Spielregeln? Das erste Ei, das wir beide malen, wird das gleiche Topic haben, also gleiches Thema. Das zweite Ei, das wir bemalen, wird jeweils ein Thema sein, das der andere für einen aussucht. Okay. Und das dritte ist ein Freestyle-Ei. Okay. Das dürfen wir selber bemalen, so wie wir wollen. Und dann könnt ihr bewerten, wie die Eier so sind. Welches ist das beste Ei? Mhm. Wer hat die dicksten Eier? Es geht gar nicht um die Dicke, sondern es geht darum, wer hat die schönsten Eier. Die prallsten. Was? Machen wir Space. Ja? Space Eye? Einfach Space, ja. Okay, wir machen es. Scheiß drauf. Wir machen ein Space Eye. Man muss das Ei sein. Es ist schwer, auf dem Ei zu malen. Man hat hier ja voll die krasse Farbauswahl hier. Ja. Voll nice. Aber keiner guckt von dem anderen ab, oder? Ja, das ist verboten. Boah, so fein zu zeichnen. Oh, mein sieht auf jeden Fall nicht Space aus. Nicht? Nee. Kennst du das? Du hast so voll die Vorstellung, aber das entsteht dann nicht das, was du dir vorstellst. Und man muss so vorsichtig sein, das Ei nicht fallen zu lassen. Ich will gerade wissen, wie das im Innern des Eis aussieht. Ja. Ob es lecker ist, ob es durch ist. Voll konzentriert, aber dass ich weiß, dass das, was ich fabriziere, nicht Kunst ist. Also ich kann schon sagen, ich mal halt so ein Alien. Scheiße, man, dann habe ich. Ich habe ein bisschen das Thema verfehlt, kommt mir so vor. Nö, wieso? Du kannst ja so interpretieren, wie du möchtest. Space hast du gesagt, ne? Ja. Hätte ich mal ein Alien gezeichnet lieber. Hast du nicht? Nee, ich habe einfach so ein paar Flecken gemalt. Ich meine, jeder kann das Thema ja anders interpretieren. Das ist ja künstlerische Freiheit. Frag mich, warum ich damals nie Ostereier bemalt habe. Aus dem Kindergarten. Asian halt. Halt es mal einmal in die Kamera, was ich bis jetzt so fabriziert habe. Guck mal, so Beauty-Channel-mäßig. Autofokus, mach mal was. Tu deinen Job. Hier ist einmal Mr. Alien. Ach du Scheiße, voll gut. Ja? Guck mal, ich habe das Ich habe an Weltall gedacht und ich dachte, ich mache jetzt irgendwie geschmeidig Sterne, aber irgendwie, es gibt mir so Mühe, dick verkackt, ey. Was ist denn der Scheiß? Mm. Was ist das? Das sieht aus, als wäre es von einem Kind gezeichnet. Eins, was nicht so viel Talent hat. Oh shit, ey. Das sieht aus wie eine hässliche Frucht, ey. Boah, ist das hässlich. Das ist echt praktisch, dass die Farbe nicht so schmiert. Die Hände bleiben echt sauber. Leute, wenn ihr Eier bemalt, benutzt Copics. Kosten zwar ein bisschen mehr, aber lohnt sich. Unbezahlte Werbung. Aber Copics, yo. Bezahl mich. Scheiße! Was ist das? Scheiße, was zur Hölle. Der erste Punkt geht an dich, das ist safe. Ja. Warte, nein, nein, wir müssen erst mal deins näher angucken. Wissen wir noch gar nicht, was ist? Also das Thema war ja Weltraum. Und wie ihr seht, ist hier ein schwarzes Loch. Ja, das saugt gerade alles ein. Auch das Licht.
Ach, was erzähle ich euch da? Ich sag euch ehrlich. Das Thema war Weltraum und ich habe das so verkackt, dass ich das alles schwarz angemalt habe. Auch seht ihr auch an den Fingern. Und irgendwie sieht das aus wie eine Aubergine. Das ist eine schöne Aubergine, finde ich. Also man sieht die Vitamine. Schlechte Laune. Man sieht die Vitamine. Strotzervitamin. Wer will das essen? Ja, also das Thema war ja Weltraum. Deswegen habe ich angefangen mit so einem Alien. Das ist so angelehnt an Toy Story, dieses Alien, was man so aus dem Automaten gezogen hatte. Und ich wusste nicht mehr genau, wie es aussah, aber drei Augen hatte das und war grün, das weiß ich noch. Dann habe ich hier auf der Rückseite, das steht halt also im Weltraum, dann ist da hier so ein Planet. Hintergrund ist so dunkel, so weltallmäßig mit blau und lila. Und dann habe ich so in der noch so eine Felsenlandschaft gemacht, so im Stile von so einem Planeten halt. Hier sieht man noch das UFO, das gelandet ist, da. Ach, das auf dem Planeten, ja. Das steht auf diesen drei Standdingern. Genau, sieht ein bisschen aus wie der Planet. Aber ich dachte mir so, ja, hier ist UFO, da kommt die Sky raus. Ja, das ist. Boah, so. Das wird ganz schwer für mich zu gewinnen. Also ich würde sagen, fast so gut wie deine Aubergine. Also jetzt darf jeder ein Thema für den anderen aussuchen. Und weil wir beide so Weeaboos sind und Animes mögen und sowas, habe ich mir gedacht, ich gebe dir mal One Piece als Thema. Uff. Ich habe so lange nicht mehr gezeichnet. Ich gebe dem Andy Dragon Ball. So, weil wir eh verschiedene Themen haben, ist ey. Ach, oh stimmt, du hast was zum Abgucken. Boah. Aber ich kann das eh nicht hinkriegen. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe keine Idee, ich weiß auch nicht, wie es. Ach du Scheiße, Mann. Guck mal, was ist denn Oberclown? Ich habe das Ei einfach schief gehalten. Um mich zu schlagen, reicht es locker. Bei mir ist One Piece für Arme, ey. Was fabrizierst du da? Wer weiß, wer das ist? Ha? Das muss ein Roshi sein. Ja. Finde deine 7 Dragon Balls und deine Wünsche werden wahr. Gönn dir das Geheimnis der Dragon Balls. In ihnen liegt die Zauberkraft. Bei mir ist das Endresultat immer dasselbe. Ja, ist wieder eine Aubergine. Seriously? Ja, das ist wieder das Gleiche. Das wird immer dunkler wieder, bis zu dem. Das wird wieder ein schwarzes Loch, das wird wieder alles aufsaugen. Auf keinen Fall. Scheiße! Ey, ich kann nichts dafür. Ich weiß auch nicht, was das ist. Thema ist One Piece gewesen. Was ist das? Die Grand Line. Guck mal, es gibt ja bei One Piece einmal die, oh, was soll ich denn dazu sagen, ey? Das ist eine Kugel. Das ist Müll. Thema verfehlt, was soll ich sagen? Also Thema ist Dragon Ball gewesen, deswegen habe ich hier einmal den Dragon Ball aus Dragon Ball. 4 Sterne, weil der Special ist. Und auf der anderen Seite habe ich Muten Roshi. Hier. Genau, aber in Ripped. Und der macht so Peace und yeah. Der ist richtig am Flexen. Richtig am Flexen? Ja, genau. Maschine. Weil ich wollte keinen Super Saiyan malen. Sieht gut aus. Roshi. Alright, nach den zwei krassen Kunstwerken von TK. kommt jetzt das dritte Ei. Das Freestyle-Ei. Wir wollten jetzt auch ein Zeitlimit von 10 Minuten setzen. Ich mach mal hier so einen Timer. Aber weißt du, was ich erschreckend finde? Ja? Dass ich für so viel Zeit sowas fabriziert habe. So eine halbe Stunde. Sowas. Weißt du, das sieht so aus wie so ein Ei, das kannst du bei Rewe kaufen. So, die einfach einmal in Farbe getrunken, zack. Ja. So, wir machen jetzt eine Eieruhr. 10 Minuten. Ich mach einfach nach Lust und Laune, was mir durch den Kopf geht. Okay. Ich werde da auch nichts Spezielles machen. Ich muss ehrlich sagen, guck mal, nachdem ich das hier gesehen habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass du nach 10 Minuten besser. Was okay. Schaltest. Aber alles klar, 3, 2, 1, go! Ich weiß nicht mehr, wie das Logo aussieht, aber das soll das Apex Legends Logo sein. Du
das, was du die letzten Monate Zeit verbracht hast. Ich bin so süchtig nach diesem Game. Mhm. Und ist die Zeit schon fast rum? 7 Minuten haben wir noch. Und so viel Zeit rum? Ich weiß gar nicht, was ich da fabriziere. Ja, die Zeit vergeht zu schnell. 2 Minuten. 2 Minuten. So, lass mich fertig aufschreiben. So, fertig. Time's up. Ich habe einfach bunte Linien gezeichnet und frohe Ostern reingeschrieben. Ey, das ist das beste Ei bis jetzt von dir. Das sind genau. So Punkte, oder? Ich wollte eigentlich in der Mitte die Punkte machen, aber du siehst ja, ich bin ja von der Spur abgekommen. Wow! Aber, Leute, es war trotzdem besser als die anderen Eier. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe hier einmal das Apex-Logo so, also dran angelehnt. Es ist halt, ich habe noch so ein bisschen so Tiefe reingemacht, so Schattierung und. Ich weiß nicht mehr genau, wie das hier ganz genau aussieht, aber ich weiß, dass es so ein A ist, so ein bisschen Assassin's Creed-mäßig, dieses Logo. Da habe ich hier hinten noch so das auf so eine Art Platte oder sowas drauf gemacht. Halbplatte auf der anderen Seite. Und das ist so ein Eierkopf, einfach so ein bisschen Steampunk-mäßiger Eierkopf. Das war unsere Eier. Ich zeig mal nur zwei. Das andere. Deine Aubergine? Ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt nicht die Eier angemalt, sondern irgendwie meinen Finger. Ja. Als der Andy zu mir gesagt hat, wir werden Ostereier bemalen, dachte ich, das wäre ein Joke. Nein, ja, ich mache darüber keine Späße. Und dann mussten wir heute am Ende Ostereier bemalen. Und ich muss halt ehrlich sagen, ich war ein ungeliebtes Kind. Ich habe keine schönen Eier gezeichnet. Andy zeichnet, glaube ich, schon zum 10. Mal. Ich bin so professioneller Osterei-Bemaler. Wenn es euch gefallen hat, gebt diesem Video einen Daumen hoch. Yes. Einen Daumen hoch für DKs Meisterwerke. Schreibt in die Kommentare, welche Eier euch am meisten gefallen haben. Ich werfe meine, damit die einfach schön aussehen. Frohe Ostern! Genau, frohe Ostern wünsche ich euch. Frohe Ostern. Viel Spaß beim Eiersuchen, viel Spaß beim Eierbemalen. Wenn ihr Eier bemalt habt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr so drauf gemalt habt. Macht ihr das überhaupt noch? Findet ihr es kindisch oder? Ich finde es eigentlich ganz okay, weil man da eigentlich schon seinen Spaß haben kann. Oder Zeitvertreib, ja. Allerdings ist die Form nicht so cool. Es ist schwer, es ist eine Challenge. Und wenn ich, glaube ich, so ein Ei bemalen würde, würde ich den gar nicht essen. Ja, das ist so schade drum, ne? Ja. So, wenn man so viel Mühe sich gibt und dann... Eigentlich ist das schon schade drum, wenn man sich so viel Mühe gibt. Das eine Ei ist hässlicher als das andere. Guck mal, schau dir das mal an.